Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video geht es um das folgende Thema. Ich nenne euch 9 Gründe, warum ihr unbedingt Industrienahrung, stark verarbeitete Nahrung vermeiden solltet. Wer mich jetzt hier schon länger auf meinem Kanal verfolgt, der weiß, dass ich die pflanzenbasierte Rohkost praktiziere, beziehungsweise auch die schleimfreie, schleimarme Ernährung. Ich hatte 10 Monate auch ein bisschen mit gebackenem, gedämpften und gekochten Gemüse experimentiert. Ich hatte auch kürzlich ein Video mit unserem lieben Mitbewohner Henry veröffentlicht, in dem wir über unsere Erfahrung sprechen und wir einfach mitteilen, dass wir jetzt erstmal weiterhin bei der Rohkosternährung bleiben, weil wir uns mit der pflanzenbasierten Rohkosternährung eben am fittesten, am leichtesten und gesündesten fühlen. Im heutigen Video geht es um Fertigprodukte, Fertiggerichte, Industrienahrung, stark verarbeitete Nahrung. Was ist Industrienahrung? Was sind stark verarbeitete Lebensmittel? Diese ganzen Begriffe bezeichnen Nahrungsmittel, die industriell weniger bis stark verarbeitet werden. Wenn ihr euch im Supermarkt umschaut, dann könnte man sagen, 90% der dort verkauften Nahrungsmittel sind industriell verarbeitete Nahrungsmittel. Dazu gehören zum Beispiel Tiefkühlprodukte wie Pizza, Lasagne und Eis. Dazu gehören alle Schokoladen, Kekse, auch diese so abgepackten Kuchen, die ganz lange haltbar sind. Dazu gehören auch Suppen, Soßen, auch viele Frühstückscerealien und das Knabberzeug. Selbst Nudeln sind ein Fertigprodukt, denn dafür wird Mehl raffiniert und mit Wasser vermischt. Manchmal gibt es auch noch Eier, also Eier werden auch in Nudeln hinzugefügt und dann wird das Ganze auch verarbeitet, in Form gedreht und getrocknet. Es ist wirklich erschreckend, heutzutage essen viele Menschen viel mehr Industrieprodukte, viel mehr Fertigprodukte als echte Lebensmittel. Fertigprodukte werden immer beliebter. 2005 haben die Deutschen um die 570.000 Tonnen Fertigprodukte verzehrt. 2014 waren es schon 964.000 Tonnen. Die Vorteile von Fertigprodukten liegen für die Liebhaber von Fertigprodukten klar auf der Hand. Sie sind schnell zuzubereiten, sie sind billig, es erfordert wirklich wenig Aufwand, vor allem wenn man keine Zeit und keine Lust fürs regelmäßige Einkaufen und Kochen hat. Ich werde euch jetzt 9 Gründe nennen, warum es besser ist, auf Industriekost, auf Fertigkost zu verzichten. Industriell verarbeitete Nahrung ist arm an Mikronährstoffen, das heißt arm an Vitaminen, arm an Mineralstoffen und arm an Spurenelementen. Diese Fertigprodukte sind aber auch arm an Enzymen. Enzyme sind vor allem in frischen Lebensmitteln enthalten und sie sind nicht hitzebeständig, das heißt bei stark verarbeiteter, erhitzter Kost gehen die Enzyme verloren. Aber Enzyme sind für unseren Körper sehr wichtig. An allen Stoffwechselreaktionen im Körper sind Enzyme beteiligt. Und wie schon erwähnt, sie sind vor allem in frischen Lebensmitteln enthalten. Ich erwähne da auch immer hier gern die Sprossen, die sehr enzymreich sind. Wir sollten uns immer vor Augen halten, je höher der Grad an Verarbeitung der Nahrungsmittel, desto höher ist der Verlust der Mikronährstoffe. Und oftmals werden dann künstlich Vitamine oder Mineralien hinzugesetzt, die in echten Lebensmitteln ja in ihrem natürlichen Verbund schon vorkommen und für uns dann viel zuträglicher und auch oftmals bioverfügbarer sind. Industriell verarbeitete Nahrungsmittel werden oftmals sehr energieaufwendig produziert und sorgen auch für extrem viel Verpackungsmüll. Industriell verarbeitete Nahrung enthält zu viele künstliche Zusatzstoffe, zum Beispiel Geschmacksverstärker. Und wenn wir viel Produkte mit Geschmacksverstärkern essen, dann kann es dazu führen, dass unser natürlicher Geschmackssinn verloren geht. Dann enthalten Fertigprodukte oftmals Farbstoffe, künstliche Aromen, Säuerungsmittel, künstliche zum Beispiel, wären da die Phosphatverbindungen zu nennen, die die Kalziumaufnahme verhindern können. Je stärker ein Produkt verarbeitet ist und je länger es haltbar ist, umso mehr von diesen künstlichen Zusatzstoffen werden benötigt. Industriell verarbeitete Produkte enthalten oft zu viele stark verarbeitete Nahrungsmittel bzw. isolierte bzw. raffinierte Produkte. Zum Beispiel enthalten Fertigprodukte oftmals zu viel Fett, weil Fett hier auch als Geschmacksverstärker wirkt. Und oftmals sind diese Fette gehärtet und für unsere Gesundheit überhaupt nicht zuträglich. Dann enthalten Fertigprodukte oftmals zu viel Zucker.
Sie enthalten zu viel Salz, weil hier Salz auch konservierend wirken kann. Dann enthalten Fertigprodukte oftmals raffinierte Mehle aus Weizen oder Roggen oder Dinkel oder eben auch isolierte Süßungsmittel bzw. raffinierten Zucker. Und nicht zuletzt haben die meisten Fertigprodukte viel zu viele Kalorien. Sie sind also energiereich, aber nährstoffarm. Industriell hergestellte Produkte können viele Beschwerden wie Kopfschmerzen, Migräne, Übelkeit, Gliederschmerzen, Verdauungsbeschwerden und Entzündungen hervorrufen. Das ist oftmals auf diese starke Verarbeitung zurückzuführen. Es ist darauf zurückzuführen, dass eben die Mikronährstoffe fehlen, die Ballaststoffe fehlen und dass eben viele künstliche Zusatzstoffe enthalten sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass unser Körper vollwertige Lebensmittel ganz anders verwertet und auch in eine andere Zufriedenheit geht, wenn es wirklich hochwertige Lebensmittel sind, als wenn der Körper stark verarbeitete Produkte, stark verarbeitete Nahrung verstoffwechseln muss. Jetzt habt ihr schon 5 Gründe gehört, warum es für unsere Gesundheit wichtig ist, weitestgehend auf stark verarbeitete Nahrungsmittel bzw. Industriekost zu verzichten. An dieser Stelle möchte ich euch noch meine E-Books empfehlen, die eure Gesundheit auf ein höheres Level heben können. Mein erstes E-Book Sprossenzucht leicht gemacht macht euch zu einem Sprossengärtner in eurer Küche. In diesem E-Book gibt es die wichtigsten Informationen rund um die Sprossenzucht, einschließlich auch von Grünkraut und grünen Gräsern. Ihr bekommt über 30 Anleitungen zum erfolgreichen Ziehen von Sprossen und natürlich sind wieder viele roh vegane Rezepte mit Sprossen bzw. auch mit eingeweichten Nüssen, Saaten, Samen und Kernen dabei. In meinem zweiten E-Book Gesund grün essen stelle ich euch alle wichtigen grünen Lebensmittel vor und im Fokus steht wirklich das Chlorophyll und die Bitterstoffe, die für unsere Gesundheit sehr wertvoll sein können. Der Fokus in diesem Buch liegt natürlich auf Wildpflanzen, Wildkräuter und Baumblätter und am Schluss gibt es auch wieder viele, viele pflanzenbasierte, rohköstliche Rezepte und Inspirationen. In meinem dritten E-Book Dürren leicht gemacht habe ich viele pflanzenbasierte, rohköstliche Rezepte zusammengestellt, die ich in den letzten Jahren für meine Familie, mich oder Freunde gedörrt habe. Gerade für Menschen, die ihre Ernährung auf Rohkost bzw. mehr Rohkost umstellen möchten, sind gedörrte Speisen einfach mal eine gute Abwechslung zur Frischkost, gerade auch in Momenten, wo wieder Gelüste hochkommen, wo konzentriertere Kost benötigt wird und man nicht unbedingt auf konventionelles Brot oder konventionellen Kuchen oder Schokolade zurückgreifen möchte. Ihr könnt meine 3 E-Books auch in Form von 2 Buchpaketen erwerben. Einmal Sprossenzucht leicht gemacht und gesund grün essen im Doppelpack. Oder alle 3 E-Books in Form eines Buchpakets, also die Sprossen, das gesunde grüne Essen und die Dürrrezepte. Weiter geht's mit dem 6. Grund, warum es wichtig ist, Industriekost aus unserem Leben zu verbannen. Industriell verarbeitete Nahrungsmittel bzw. Fertigprodukte sind keine echten Lebensmittel. Ich trenne diese Begriffe Nahrungsmittel und Lebensmittel auch immer ganz strikt. Nahrungsmittel sind für mich alle stark verarbeiteten bzw. verarbeiteten Industrienahrungsmittel bzw. auch raffinierte und isolierte Nahrungsmittel. Lebensmittel, wo ja auch schon das Wort Leben enthalten ist, sind für mich alle die Lebensmittel, die eben Leben spenden, die noch lebendig sind, eben Obst und Gemüse und Wildpflanzen und Sprossen und auch Nüsse und Pilze. Alles das, was uns Leben geben kann, einfach alles das, was auch enzymreich ist, was von Natur aus enzymreich ist. Echte Lebensmittel verderben bzw. werden schimmelig. Stark verarbeitete Nahrungsmittel sind sehr lange haltbar und verderben eben nicht so schnell, was eben für viele auch ein Vorteil ist, aber für unsere Gesundheit nicht unbedingt förderlich ist. Vor einigen Jahren kursierte auch im Internet ein Bild, da hat man eine Wassermelone und einen Hamburger, vielleicht auch noch Pommes frites, ich bin mir nicht mehr so sicher, gegenübergestellt und hat gezeigt, wie sie sich über den Lauf von verschiedenen Tagen, ich glaube es ging bis 30 Tage, verändern. Die Melone hat dann irgendwann angefangen zu schimmeln und der Hamburger oder die Pommes, die sahen immer gleich aus. Nach 30 Tagen sah dieses Fastfood genauso aus wie am ersten Tag und nur das lebendige Lebensmittel, also die Wassermelone, ist dann eben schimmelig geworden und
verdorben. Industriell verarbeitete Nahrungsmittel, Fertigprodukte sind oftmals so stark verändert, so stark verarbeitet, um sie eben länger haltbar zu machen. Und deswegen müssen auch Zusatzstoffe bzw. auch Aromen und Geschmacksverstärker zugesetzt werden, dass sie eben wie echte Lebensmittel schmecken. Bei der industriellen Verarbeitung können weitere schädliche Substanzen entstehen, beziehungsweise können die extra zugeführten Zusatzstoffe miteinander chemische Reaktionen eingehen, die für uns Menschen eher schädlich sind. Bei verarbeiteten Produkten werden nicht immer alle künstlichen Zusatzstoffe angegeben. Es gibt einige Hersteller, die umgehen die Deklaration von Zusatzstoffen, indem sie einfach die dafür vorgeschriebenen Grenzwerte unterbieten. Sie verwenden dafür einfach mehrere künstliche Zusatzstoffe in geringen Dosen, die sie dann nicht angeben müssen, weil sie ja die Grenzwerte unterschreiten. In der Summe sind dann trotzdem hohe Mengen an künstlichen Zusatzstoffen enthalten, diese müssen aber eben nicht angegeben werden. Industriell verarbeitete Nahrungsmittel verhelfen uns Menschen nicht zu einer ganzheitlichen Gesundheit. Sie können in unserer westlich zivilisierten Welt zu vielen Zivilisationskrankheiten führen, wie zum Beispiel Diabetes, Allergien, Krebs, Karies, Übergewicht und so weiter. Und da gibt es diese alte Weisheit: Lass deine Lebensmittel deine Heilmittel und deine Heilmittel deine Lebensmittel sein. Und in dem Sinne sollten wir uns auch unsere Nahrung zusammenstellen. Industriell verarbeitete Produkte sollten nicht die Basis unserer Ernährung ausmachen, denn industriell verarbeitete Produkte, vor allem die stark verarbeiteten Produkte, sind keine artgerechte Nahrung für uns. Die Menschheit existiert seit so vielen Hunderttausenden von Jahren und hat sich die meiste Zeit ihrer Existenz von natürlicher Nahrung, von natürlichen Lebensmitteln ernährt. Als dann die industriell verarbeitete Fertigkost oder industriell verarbeitete Nahrungsmittel auftraten, eben auch raffinierte Mehle, raffinierte Zucker, Konserven, traten auch vermehrt erste Zivilisationskrankheiten auf, wie zum Beispiel Karies. Es gibt immer mehr Zivilisationskrankheiten, gerade hier bei uns in der westlich zivilisierten Welt, und man kann das Gefühl haben, dass wir langsam degenerieren. Wenn man sich das global anschaut, dann sind wir wahrscheinlich die kränkeste Spezies auf diesem Planeten, einschließlich unserer Haustiere. Bei Wildtieren findet man kaum oder gar keine Zivilisationskrankheiten, so wie sie bei uns und unseren Haustieren auftreten. Und das hat auch viel mit unserer Ernährung zu tun. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor. Man kann den Zivilisationskrankheiten auch noch andere Ursachen mit zuschreiben. Da geht es auch um Schwermetallbelastung, Pestizide, Strahlung, Stress, das Leben in Großstädten. Es gibt da wirklich vielfältige Ursachen, warum es zu Zivilisationskrankheiten kommen kann. Aber die Ernährung ist auf alle Fälle ein wichtiger Baustein für unsere Gesundheit, also die richtige, für uns die beste Ernährung. Ich möchte am Schluss auch nochmal betonen, für mich gibt es nicht die eine richtige Ernährungsform für alle. Es gibt ja verschiedene Ernährungsformen, die Omnivoren, die alles essen, die Vegetarier, die Veganer, dann die eher ketogen leben, die eher nach der Paleo-Diät leben. Dann gibt es auch noch High Carb, die viele Kohlenhydrate essen, wenig Fett. Dann gibt es die Makrobioten, also es gibt so verschiedene Ernährungsformen. Und überall findet ihr Menschen, die sich total wohl mit dieser Ernährungsform fühlen. Und ich finde, das Wichtigste bei jeder Ernährungsform ist wirklich, echte Lebensmittel zu verwenden. Ich verwende sie natürlich am liebsten roh, also frisch, aber es spricht auch nichts dagegen, echte Lebensmittel ganz schonend zu verarbeiten. Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken zu diesem Video, also zu diesen neuen Punkten, die ich aufgeführt habe, warum es wichtig ist, Industriekost vom Speiseplan zu streichen und sich echten Lebensmitteln zuzuwenden. Vielleicht habt ihr noch einiges zu ergänzen, vielleicht ist für euch auch noch ein ganz anderer Punkt sehr wichtig. Hinterlasst gerne eure Kommentare unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch eine entspannte, harmonische Zeit. Alles Liebe!